Guten Morgen, Helmut Jahn, schön, dass Sie da sind. Wir sitzen hier im Sony Center, einem Ihrer bekanntesten Bauwerke in Deutschland. Wie sehen Sie nach 28 Jahren, nach dem Mauerfall, das Planen und Bauen hier in Deutschland im Jahre 2017? Planen und Bauen ist komplizierter geworden. Die Architektur ist vielfältiger geworden. Die Resultate sind sehr oft langwierig und umstritten. Was fehlt heutzutage, sind wirklich Bauherren, die bauen wollen, nicht nur um Geld zu verdienen oder das wenigste Geld auszugeben. Vor allem hier im Sony Center, das waren alles Sponsoren, Corporations, Privatleute, die es ermöglicht haben, einen Teil der Stadt, eine neue Stadt wiederzuschaffen, die im Vergleich zu neuen Architektur-Additions in Chicago oder in Amerika oder in New York, die nicht den gleichen Impact haben. Eines von vielen Zentren. Das ist eigentlich wichtiger, als wie die Fassaden aussehen oder wie die Gebäudeform ist. Den Einfluss, den vor allem diese Großprojekte auf die Stadt haben, ist das, was über die lange Zeit sie besser macht. Ein Gebäude ist immer wichtiger, wenn es über die lange Zeit den Wert erhält oder den Wert vergrößert. Sie haben ja jetzt eigentlich ein bisschen auch über den Städtebau geredet. Haben Sie den Eindruck, dass wir städtebaulich nicht mutig genug sind? In Deutschland schon, ja. Die Resultate von Wettbewerben, vor allem von größeren Komplexen, die zeigen immer, dass da irgendwas fehlt. Die Schlichtheit und die Einfachheit, nicht so viele Gebäude hervorbringt, die dann wichtig sind und die man in der ganzen Welt beobachtet. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wenig deutsche Architekten weltweit arbeiten. Es sind sehr wenige, die sind an einer Hand. Und ich muss die Namen gar nicht nennen, Sie kennen die. Wenn Sie jetzt sagen, weltweit bauen, Ihr Büro baut weltweit, gibt es Regionen, wo Sie sagen, da sollte man besonders hinschauen, weil da wird mutige Architektur gemacht, da wird mutiger Städtebau gemacht? Mutig bedeutet nicht immer, dass das Resultat gut ist. In der Architektur muss man immer die richtige Mischung finden zwischen, dass man etwas Neues macht, aber dass man auch keine Fehler macht. Und viele Dinge, die neu sind, sind heutzutage, und das stellt sich nach 15 Jahren heraus, Fehler. Weil man irgendwas gemacht hat, das nicht gut altert, das irgendwie übertrieben aussieht. Diese feine Mische und die Grenze, die man zwischen Erfindung und Anwendung von bewährten Prinzipien findet, das war für mich immer sehr wichtig. Ich möchte sagen, wenn ich an meine Karriere zurückblicke, waren wir am Anfang mutiger, so mehr oder minder wie Sturm und Drang, wenn wir das Thompson Center in Chicago gemacht haben und so weiter. Weil Mies war auch mutig, wer die Glashäuser in Chicago gebaut hat. Man muss zu einer gewissen Zeit voraus sein, was eigentlich für möglich gehalten wird. Aber man muss dann auch das im Prozess lösen, dass das Gebäude Nachhaltigkeit über längere Zeit hat, dass sich das bewährt, dass man das verbessern kann, adaptieren kann. Die Miesgebäude sind saniert worden, man hat Doppelverglasung reingebracht. Die Technik ist manchmal voraus und manchmal zurück. Die Zusammenarbeit, die wir entwickelt haben, vor allem mit Ingenieuren wie Werner Sobeck, Matthias Schule, an der strukturellen und der
klimatechnischen und Energieseite, die haben zu diesen Ergebnissen geführt. Wir haben damals Dinge erfunden, die neu waren. Das ist heutzutage viel schwieriger. Jetzt sprechen Sie über Dinge, wo Sie geschafft haben, sozusagen Innovationen umzusetzen. Sie haben ja an sehr vielen Wettbewerben teilgenommen. Das neue Museum in Nürnberg hat Ihnen eine Werkschau, eine Ausstellung zu Ehren durchgeführt. Und da werden neben Fotos und vielen Modellen auch sehr viele von Ihren Entwurfsskizzen gezeigt. Sie haben eben von vorausschauend, dass ein Architekt vorausschauend entwerfen muss, geschaut. Wie gehen Sie damit um, wenn sozusagen Ihre Vision, Ihre Vorstellung sich in einem Wettbewerb eben nicht durchsetzt, weil vielleicht die Jury gar nicht sozusagen den Punkt mitbekommt, um den es Ihnen da geht? Sie wissen, ich bin Segler. Und das Gute am Segeln ist, wenn man gewinnt, ist man der Erste über die Ziellinie. Wenn man einen Architekturwettbewerb macht, dann kann man der Beste sein, aber trotzdem nicht der Erste sein, weil die Entscheidung von einer Gruppe von Leuten, Außenstehenden, Entscheidungen sind auf subjektiven Ansichten gegründet. Und darüber hinaus entscheidet man über etwas, was nicht vollkommen durchgearbeitet wird. Und der Weg von einem Wettbewerbsgewinn zu einem gebauten Gebäude eben durch viele Höhen und Tiefen geht und die Resultate nicht immer so sind, wie erwartet. Ich habe jetzt so entnommen, das Scheitern im Rahmen eines Wettbewerbs gehört einfach sozusagen zum Berufsalltag des Architekten dazu, das nehmen Sie gelassen. Das wissen wir alle. Wir müssen ungefähr 10 Wettbewerbe machen, bis wir einen gewinnen. Ne? Oder 7, ich habe mal gezählt, vor allem in Deutschland und in Europa ist dieses Auswahlverfahren, das man hat, nicht nur in öffentlichen Projekten, sondern auch in privaten Projekten, wo man durch so viele Stufen geht, bis manchmal ein halbes Jahr, bis man sich nur qualifiziert für den Wettbewerb und das Verfahren, dass das für die Architekten eine unheimliche Kosten verurteilte. Das ist eigentlich unverantwortlich, volkswirtschaftlich. Und ich bin immer überrascht, dass nicht mehr Architekten, die eben hier tagtäglich sind, der BDA auch, dass man da nicht versucht, eine einfache Art und Weise zu finden, wie man Architekten auswählt. Und das Verfahren hilft nicht. Die Länge des Verfahrens, diese Gründlichkeit im Verfahren, diese Auswertung, dass man vorschreibt, dass man nur ein Gebäude einreichen kann, das man im letzten Jahr fertig geworden ist und so weiter. Das hat nichts damit zu tun, wenn man einen Architekten auswählt. Einen Architekten wählt man auch aus, weil er eine Persönlichkeit ist, weil man sich versteht. Viele meiner Klienten sind Freunde geworden. Heute ist es viel mehr anonym. Man will gar nicht mit jemandem reden, man will nur diese Formulare ausgeführt haben. Also ich verstehe Sie richtig, Sie plädieren hier für möglichst niedrigschwellige Verfahren, wo viele Leute gar nicht mit Präqualifikationen sich bewerben müssen, sondern einfach ein Entwurf, auch die Anforderungen sollten nicht zu hoch sein, ein einfacher Entwurf sollte erstmal reichen, um zu schauen, wer hat die beste Idee. Meiner Meinung nach kann man einen Wettbewerb in einer Woche entscheiden. Man kann 10 Architekten beten, ein paar Skizzen abzugeben oder was sie immer wollen. Der kann ein großes Modell bauen, wenn er dumm genug ist. Der kann so Skizzen machen, der kann was schreiben. Wenn es am Anfang nicht da ist, dann ist es auch am Ende nicht da. Auf das Thema Skizze möchte ich gerne kommen. Also alle Büros sind natürlich mittlerweile stark digitalisiert. Es wird sehr viel natürlich ausschließlich 3D im Computer geplant und dann später halt auch realisiert. Für die erste Idee, wie bedeutend ist da die Handskizze, der Stehgreifentwurf? Für mich ist die Handskizze unumgänglich. Wir hatten gestern in einem Projekt, wo wir das Gebäude gemacht haben, ich kann es ja sagen, es war der Highlight Tower in München, und da will man über der Parkrampe einen Fahrradabstellraum schaffen. Ganz witzige Idee. Und während wir das diskutiert haben im Büro, wir haben da einen Entwurf bekommen, um da Stellung zu nehmen von jemand anders.
habe ich eine Skizze gemacht. So, wir sind jetzt im Gespräch. Ne? Sie plädieren sozusagen für die Ehrlichkeit im Entwurf. Sie plädieren für direkte Kommunikation mit potenziellen Bauherren. Sie plädieren für einfache Wettbewerbsverfahren, wo es sozusagen um die Idee in den Entwurf geht. Die Realität ist aber, wie Sie selber beschrieben haben, hohe Wettbewerbshürden, Beschränkungen. Junge Architekten kommen maximal im Losverfahren rein. Was würden Sie jungen Büroinhaberinnen und Büroinhabern sozusagen raten, wie sie mit diesem schwierigen Markt umgehen sollen? Wir wissen alle in der Architektur, dass jeder ein Designer sein wird. Und das Problem heutzutage ist, durch die Digitalisierung, all diese Architekten, die in der Schule, die Architekten werden, wenn und jeder will Designer werden, die machen alle die gleichen Zeichnungen, die machen alle die gleichen Renderungen. Alles sieht gleich aus. Da ist keine Handschrift mehr, keine unterschiedliche Persönlichkeit. Und nur so findet man raus, wer von den 300 Studenten, die im Semester sind, wer hat jetzt mehr Talent? Wer ist der Designer? Und ich war letztes Monat in Warschau, wo das Gebäude eröffnet haben. Und die haben 75 oder 100 Studenten da gehabt aus einer Schule. Das erste war interessant, da waren mehr wie die Hälfte Mädchen. Und die haben mich alle gefragt, wie kann man so werden wie wir und diese Bekannten. Und ich habe gesagt, das wird sie nur rausstellen, den Tag, wo ihr arbeitet. Und dann wird manchmal ein Erwachen da sein, dass man eben nicht die Fähigkeiten hat. Das ist früher in der Schule schon gefunden worden. Ich glaube, das findet man heute in der Schule nicht mehr. Die richtige Gefahr in unserem Beruf sind diese Großbüros. Die haben 40.000 Leute, die haben Büros überall in der Welt. Wir waren nie eine große Firma. Ich habe immer darauf geachtet, dass wir nicht zu groß sind, weil dann hat man keine Kontrolle mehr. Ne? Und an jedem Fluch haben wir heutzutage, da wird der Star-Architekt oder der Namen-Architekt, der wird nur mehr der Design-Architekt. Das ist so der Künstler, den haben wir da und der macht dann einen Entwurf und dann wir setzen das um. Ja. Ich höre bei Ihnen so Begriffe raus wie, der Architekt braucht Haltung, der Architekt sollte klar und ehrlich sein, authentisch sollte er sein. Wenn man wie Sie eine Persönlichkeit ist und Sie haben eine Haltung, Sie wollen authentisch sein, dann eckt man auch an. Wie gehen Sie eigentlich mit Kritik an Ihrer Architektur um? Kritik ist eigentlich notwendig, ne? Und ich reagiere da nie öffentlich. Ich bin auch selber kritisch. Ich bin oft mit etwas, was wir tun, nicht zufrieden. In diesen kommerziellen Projekten, wie diese Apartmentgebäude, Bürogebäude in den Vereinigten Staaten, die sind eigentlich fast nicht Architektur in dem Sinne, wie man Architektur hier in Sony Center gemacht hat. Wir hatten einen Developer, Tishman Speyer, aber wir hatten einen Klienten. Wann immer ein Problem bestand, konnte ich zum Sony-Chef gehen. Und da war einmal, da hat man eine Besprechung in New York, eine große Auseinandersetzung. Und wir haben gestritten, ne, mit Tishman Speyer, mit Jerry Speyer. Und der Sony-Chef hat dann nur gelacht und gesagt, this is really strange. You're friends and you're fighting about our money. Ja, und das sind diese Situationen, die dann so ein Result bringen. Ja, dann hat am Ende hat jeder bekommen, was er wollte. Ja, und so als Architekt, man muss ein Stehvermögen haben. Aber Stehvermögen kann man nur haben, wenn man genug weiß. Ich sage immer im Büro, wenn einer aus der Schule kommt, es dauert 5 bis 6, 7 Jahre. Und es wirklich dauert so lange. Ich mache das seit 51 Jahren. Und ich bin immer noch nicht gut genug. Ich muss immer noch was dazulernen. Ich muss immer noch ein offenes Auge haben. Es ist schwieriger heute, weil Leute nicht so weit gehen wollten wie früher. Der Posthauer oder Kölner Flughafen, da hat nicht nur das Geld die Rolle gespielt. Nicht, dass die Sünden teuer waren, wie
manche Gebäude, die in die Kritik kommen kann. Diese Dinge vergisst man ja dann auch. Nur die Elbphilharmonie, ein großartiges Gebäude. Aber für den Architektenberuf ist es nicht ein Aushängeschild. Wir haben immer viel Wert darauf gelegt, dass wir hohen Grad von Verantwortung zeigen. Der Architekt ist verantwortlich für einen Haufen Geld, das sein Klient ausgibt. Und es ist eine sehr verantwortliche Aufgabe, nicht nur für den Klienten, für den Nutzer, für die Stadt. Man muss den richtigen Weg finden. Ich bin für ein Jahr nach Amerika gegangen und bin dann irgendwie hineingestolpert in eine Position, ein Gebäude wie McCormick Place zu machen. Aber was mir geholfen haben, dann rasch aufzusteigen, dass ich die Erziehung in der Technischen Hochschule in München hatte, wo man Design überhaupt nicht, Baukonstruktion war das Wichtigste, Materialien, Statik, dass man die Zusammenhänge wusste, die man lösen muss, um ein Gebäude zu bauen. Aber was ich nicht gewusst habe, die Werte der Architektur. Und das habe ich am IIT gelernt. Das habe ich nicht in der Schule gelernt, sondern das habe ich gelernt am Samstag, wo Myron Goldsmith, Fazlur Khan, Bruce Graham, bin dann geblieben, bis das Gebäude fertig war. Aber ich habe dann diese Werte gelernt, was das bedeutet, was man baut und bauen will und wie man Räume geschafft, wie man die Architektur wertet. Das ist eben etwas, was man nicht lernen kann, sondern das, was man versteht und was man dann weiterbildet. Ich möchte nochmal, Sie haben eben davon gesprochen, Sie sind seit 51 Jahren Architekt und Sie lernen immer noch. Ja, Sie haben ein großes Fundament an Wissen, Sie haben viel schon gesehen. Wie gehen Sie auch zum Beispiel mit technischen Innovationen um? Weil technische Innovationen bedeuten ja auch sozusagen Risiko, man weiß nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel, Sie bauen Hochhäuser, da brauchen Sie Aufzugtechnik. Jetzt entwickelt ThyssenKrupp gerade einen Aufzug ohne Seile, den Multi. Gehen Sie auf solche Innovationen schnell zu, weil Sie sagen, ja, sowas brauche ich, oder sind Sie eher zurückhaltend, weil es ist ja auch ein gewisses Risiko? Ich habe ja vorher schon angedeutet, dass man durch das, was man entwirft, technische Probleme schafft oder technische Lösungen finden muss, um das zu realisieren. Wenn wir hier sehen, zum Beispiel diese Glaswand, die ist ja 1995, 96 entworfen worden. Die war vollkommen neu. Da war nur einer in der Welt, der das machen konnte. Das war der Werner Sobeck. Und den haben wir damals dazugeholt. Aerob hat das Dach gemacht. Die waren damals im Wettbewerb dabei. Wie man den Wettbewerb macht, dann konnte ich Werner Sobeck noch gar nicht. So, es ist immer eine gewisse Haltung, die man hat, dass wir das in der postmodernen Zeit, in den Ende der 90er Jahren, einfach den Drang hatten, wir müssen was erfinden. Das kann man nicht aus dem Arm schütteln, das hat man nicht im Kopf, weil man es nicht gelernt hat, niemand das weiß. Und heute, diese Wand ist veraltet. Das kann man heute mit einem Stück Glas machen, von oben bis unten. In China machen die Gläser jetzt, die sind 20, 25 Meter lang. Werden Sie zum Beispiel diese Aufzugtechnik einsetzen? Wir haben mit dem Sobeck zusammen den Turm gemacht. Ich meine in Rottweil. In Rottweil. Offensichtlich, weil das ist ein Riesenfortschritt, dass man mehrere Aufzüge in einem Schacht haben kann. Das reduziert die Kernflächen, das macht das Gebäude mehr effizient. Das sind diese Dinge. Und je mehr man das effizient macht in der Basisstruktur, desto mehr Geld hat man dann über für diese Dinge wie die Fassade, wie die Einrichtung, die Ausstattung, die Qualität der Materialien, die man verwendet in der Lobby, in den öffentlichen Flächen. Und es ist ein unheimlicher Durchbruch. Wir haben ja nur mit Sobeck und Schuler damals in den 90er Jahren das Wort geprägt, Engineering. Das ist die Kombination von Architektur und Engineering, die frühe Koordination, die frühe Zusammenarbeit. Und das ist eine meiner wichtigsten Phasen in der Architektur. Aber das ist auch ein Beispiel, dass man noch
nach 30 Jahren wieder was erfindet, was dann plötzlich macht, man ist in die Schule wieder gegangen. Aber das lernt man, heutzutage lernt man unheimlich viel von den Suppliern. Die bringen es fertig, eben Dinge zu schaffen, die man selber nicht erfinden kann, weil Architektur hat ja immer daran gelitten, dass man immer nur ein Einzelstück baut und keine Serie baut und nichts testen kann und so weiter. Und dann geht einem am Haufen schief, vor allem, wenn man mutig ist. Die größte Nachhaltigkeit, und das vergisst man auch oft, ist, dass man so wenig wie möglich Materialien verwendet. Weniger Beton, weniger Stahl, selbst diese übertriebene Anwendung von Wärmedämmung in Deutschland ist ein totaler Blödsinn, weil der Wärmegewinn in Gebäuden über 3-4 Monate im Jahr eben dann verloren geht. Und nicht nur das verloren geht, sondern Wohnwert, Arbeits-, Lebenswert inside dieser Gebäude geschaffen wird, der ist unvergleichlich. Wir haben ja unser Büro hier vor ein paar Monaten mit einem neuen Projekt zusammengesessen und der Ingenieur hat gesagt, ja, was Sie da gebaut haben, das kann man heute ja nicht mehr bauen. Aber das ist mit einem Genuss transportiert worden, der eigentlich zeigt, dass die Leute aufgegeben haben, diese Dinge, obwohl die falsch sind, dass man die in einer neuen Art und Weise anpackt. Die Zeit ist gekommen, wo man wieder erfinden muss, wo man all diese Vorschriften, das nicht nur in der Vergabe, sondern auch in der Ausführung, dann in der Genehmigung. Und mein Mitarbeiter, der das Büro leitet, der hat immer ein Lächeln im Gesicht, wenn er mir sagt, das kann man in Deutschland nicht machen. Das muss man bekämpfen. Dazu eine Frage. Wenn Sie sich so anschauen, Gebäude bewähren sich über eine lange Frist. Welches Gebäude in den 50 Jahren Ihres Schaffens würden Sie auf jeden Fall, wenn Sie nochmal von vorne anfangen würden, auf jeden Fall bauen wollen? Was ist sozusagen Ihr Lieblingsgebäude, Ihr nachhaltigstes Gebäude? Mit dem Sony Center, das war ja vor der Engineering-Gebäude, das hat ja in den 1992/93 war der Wettbewerb angefangen, aber das sind diese Gebäude für Bayer, Deutsche Post, der Kölner Flughafen, der Highlight Tower. Die haben wirklich Fortschritt gebracht. Fortschritt, wie man ein Gebäude baut. Die Vorgaben in Bezug auf die Systeme, die man verwenden kann, die sind unheimlich beeinträchtigend für innovative Architektur. Und das interessiert mich, einen Versuch zu machen, mit der verfügbaren Technologie etwas zu schaffen, was nicht nur gut funktioniert, sondern auch gut aussieht. Ich danke Ihnen für den Einblick in Ihre Haltung als Architekt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.